Die Herrschaft der Fürstin Olga begann mit grausamer Rache, aber erwies sich als eine der friedlichsten in der Geschichte von Russland. Olga stammte aus Pskov. Wie die Sage erzählt, Fürst Igor war von ihrer Schönheit fasziniert und heiratete sie. Fürst Igor füllte den Staatsschatz durch Beutezüge auf die Stämme in die Herrschaftsgebieten auf. Der Feldzug auf Drevlianen endete mit seinem Tod. Um die Macht zu bezahlen, sollte Olga die Hauptstadt der Drevlianen, Iskorosten, niederbrennen. Aber im Gegensatz zu ihrem Mann zeigte sie sich als eine weise Regentin. Sie modernisierte das Steuersystem und schuf das System territorialer Verwaltungseinheiten, die Pogosten hießen und spezielle Stützpunkte der Zentralmacht im ganzen Land waren. So entstand die Grundlage der Wirtschaft Russlands. Während er sonst Svetoslav Feldzüge unternahm, regierte Olga in Kiew und leitete auch die Außenpolitik. Während ihres Aufenthaltes in Konstantinopel empfangen sie die Taufe. Dieser Schritt bestimmte die Geschichte des Landes. In Kiew entstand eine christliche Gemeinde, die ersten orthodoxen Kirchenhäuser wurden gegründet. Dies brachte ein anderes schicksalhaftes Ereignis näher. Der Enkel von Olga Wladimir taufte die Rus'.